Was jetzt noch fehlt, ist der Spitzenreiter der Oberliga Südwest, der 1. FC Saarbrücken. Und ich gehe jede Wette darauf ein, dass Dieter Ferner kein Freund des Aberglaubens ist. Viel eher ein Freund der Konstanz. Seit fast 6 Partien kann er auf immer wieder dieselbe, die gleiche Formation zurückgreifen. Und das Ganze natürlich im Moment auch sehr erfolgreich. Jetzt allerdings ein Grippevirus mit Schnupfen, Husten und Heiserkeit. Wer das oder wie dieser Grippevirus sich auf die Formation auswirkt, ausgerechnet im Derby gegen Köllerbach, weiß Daniel. Ja, da sitzt er, Nico Weißmann, der Spieler, der Lenker im Mittelfeld. Der musste heute zuschauen mit Mandelentzündung. Der Ersatz war Pascal Stiletta, der Franzose, erstmals in der Rolle des Ballverteilers hinter den FCS-Spitzen, eine schwere Bürde. Überraschend im FCS-Sturm Samar Mosain. Eigentlich sollte er ja eine Denkpause erhalten, aber wegen der Grippewelle durfte er nun doch von Beginn an ran. Auch die Köllerbacher haben so ihre Sorgen. Jens Harz hat sich einen Bänderabriss im Knöchel zugezogen, also die zweite Sturmspitze bei den Gästen. Nur auf der Bank für ihn rückte Janosch Scherer in die Offensive, zudem Steffen Becker und Zawit Kadrijai für Timo Pent und Kevin Albert. Tolles Fußballwetter, alles ist angerichtet für dieses Derby. Köllerbach nach 5 Minuten mit dem ersten zaghaften Annäherungsversuch. David Baktaze, Endstation Enver Marina. Saarbrücken mit dem Selbstbewusstsein von 6 Siegen in Folge. Heidarovic, Mutterseelen allein, noch nicht auf Betriebstemperatur, der lange Stürmer. Trainer Dieter Ferner hatte ja gewarnt, Köllerbach wird ein harter Brocken, die geben gegen uns 120%. Eckball Saarbrücken, zunächst geklärt, dann Samar Mosain aus der zweiten Reihe und Pietro Berafato im Nachfassen der Tabellenerste, nun Chef im Ring. Saarbrücken versuchte, die tiefstehende Viererkette jetzt mit schnellem Passspiel zu knacken. Nochmal Mosain, Heidarovic, naja, den muss er doch machen. Nazif Heidarovic, diesen Zuckerpass hätte er verwerten müssen. Mallory Bigwawa, die Abwehrmauer, die er versprochen hatte, die wackelte nun gewaltig. Und der beste Sturm der Liga wirbelte die schwächste Abwehr nun gehörig durcheinander. Das ist Lukas Kohler, der hat Zeit, abgewehrt noch einmal, der Nachschuss durch Marcel Schuck, noch einmal Neuaufbau, die Köllerbacher Abwehr rückt nicht schnell genug nach, noch einmal abgewehrt, Lukas Kohler und drüber. Also das war schon jetzt bezeichnet, wenn auch die Abwehrspieler mit nach vorne gingen, dann die 42. Minute. Vielleicht tut's ja ein Standard, wenn's aus dem Spiel heraus schon nicht klappt. Ecke. Pascal Stiletta. Hoch herein. Und endlich das 1:0 durch Manuel Zeitz. Zweites Saisontor für den jungen Mann, der ja aus Großrosseln zum FCS kam. In Betzdorf hat er getroffen und jetzt wieder ein wichtiges Tor geschossen. Wunderbar, aus kurzer Distanz, keine Abwehrmöglichkeit. Und das war's dann auch zur Pause. 1:0 die Führung, hochverdient für Saarbrücken. Im zweiten Abschnitt der FCS weiter am Drücker, aber ohne die Durchschlagskraft, die das Team in den vergangenen Spielen auszeichnete. Nazif Heidarovic, 7 Tore schon in dieser Saison, aber heute wirkte er irgendwie verkrampft. Dann ein Freistoß und wir erinnern uns, auch das Führungstor fiel ja nach einem Standard. Marcel Schuck, der ehemalige Freiburger, die Querlatte verhindert das 2:0. Der Nachschuss ohne Konsequenzen. Noch einmal dieser gefühlvolle Freistoß, da wäre Julien Spohr wohl nicht herangekommen. Und die Außenverteidiger in der Köllerbacher Viererkette jetzt ziemlich überfordert mit dem tollen Passspiel. Noch einmal Heidarovic. Mosain mit der butterweichen Flanke, aber Heidarovic, nein, es ist nicht sein Tag heute gewesen. Aber es war ohnehin abseits. Nach 65 Minuten hatte Dieter Ferner ein Einsehen mit seinem glücklosen Mittelstürmer, nahm ihn aus der Partie und brachte für ihn den jungen Michael Müller. Alle anderen Angreifer ja ohnehin grippegeschwächt. Und immer wieder dasselbe Bild. Saarbrücken aus allen Lagen schießend, wie hier Stiletta, aber ohne Fortune.
Ein einziges Mal kam sie noch vor das Tor des 1. FC Saarbrücken. Die Köllerbacher aber sehen sie selbst. Kein Problem für den Keeper des 1. FC Saarbrücken, diese Chance zu entschärfen. Es war nur noch die Frage, würde Saarbrücken hier das Ergebnis noch nach oben schrauben können. Noch einmal die Saarländer, Mosain. Naja, auch den muss er eigentlich machen. Das weiß er, der ehemalige Köllerbacher, der mit Köllerbach aufgestiegen ist vor 2 Jahren. Dann über Elversberg zum 1. FC Saarbrücken kam. Die letzte Chance des Spiels dann noch einmal durch einen Abwehrspieler, Kana Metin. Und Sie wissen, was jetzt folgt. Auch der schaffte es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Nochmal Querlatte. Ein Arbeitssieg mit einem 1:0. Das sind dann so Spiele, wo man am Ende froh ist, wenn man das 1:0 nach Hause gefahren hat. Trotz unserer, ich weiß nicht, 6 oder 7 hochkarätigen Chancen. Nur wenn man die dann nicht reinmacht, muss man natürlich noch zittern, dass man wirklich die 3 Punkte zu Hause behält. Also es war das 1:0, war natürlich sehr wichtig und ja, kann so weitergehen. Wenn wir immer so spielen, hätten wir wahrscheinlich mehr Punkte. Heute war der FC da, haben wir sehr gut gekämpft, sehr gut gespielt. Saarbrücken also mit dem 7. Sieg in Folge. Freitag geht's gegen Pirmasens, dann wird es sicherlich schwieriger werden. Steffen Demuth, bitte. Und bevor es gegen Pirmasens geht, geht es natürlich Mitte der Woche auch noch in den Pokal für den 1. FC Saarbrücken, heißt das, gegen in Wiesbach anzutreten. Also wenig Tore, die wir Ihnen heute zeigen konnten. Und alle nochmal auf einen Blick, alle Ergebnisse dieses heutigen Spieltages aus der Oberliga. 12. Spieltag, Mayenbad Breisig 2:1, Homburg Pirmasens 2:1, Sie haben es gesehen. Die weiteren Spiele von heute, Mechtersheim gegen Mettlach 3:2, wieder eine Niederlage für den SV Mettlach. Niederauerbach gegen Rosbach 1:1, Hasborn verliert zu Hause gegen Hauenstein mit 2:3, Borussia Neunkirchen keine Tore. Auch das haben wir Ihnen gezeigt. Ida Oberstein gegen Waldalgesheim 2:1. Elversberg 2, wieder eine Niederlage gegen Betzdorf. Und der 1. FC Saarbrücken gewinnt, auch das haben Sie gesehen, gegen Köllerbach mit 1:0. Folgende Auswirkungen auf die Tabelle. Nach 12 Spieltagen mit 30 Punkten auf Rang 1 der 1. FC Saarbrücken. Doppel saarländische Spitze vorne in dieser Oberliga, denn direkt dahinter der FC Homburg und dann der FK Pirmasens, nächster Gegner in dieser Liga des 1. FC Saarbrücken. Borussia Neunkirchen 19 Punkte auf Rang 6. Wir schauen in die zweite Tabellenhälfte und sehen dort die SV Mettlach auf Rang 11. Dahinter Hasborn 14 Punkte. Elversberg im Moment im freien Fall mit 12 Punkten. Dabei hatte diese Mannschaft so gut begonnen zu Beginn der Saison. Im Moment also wirklich eine Tendenz nach unten. Und unten angekommen die Sportfreunde Köllerbach 7 Punkte. Dahinter nur noch Bad Breisig mit 4. Also da ist noch Aufholbedarf bei diesen Mannschaften in der Oberliga Südwest.